Congratulations, Your Highness. Meet your new son. No! Not again! I will end this wretched curse, no matter what the cost. Yes, show her to me. Reveal the maiden with the purest soul. Richard, look at all of these proposal letters from Count Bluebeard. You've heard the rumors about him, haven't you? I've tried ignoring him, but they just keep coming. My love, do not worry. Once we're married, those letters will stop. I promise. Good morning, Rachel. Since you never answered my letters, I have come in person to ask you. Don't you wish to live as a wealthy countess? Or do you wish to spend your days slaving for some measly commoner? Rachel is not interested. Please leave. What impudence. I have come for my bride. If you stand in my way, I'll have your head as well as your sharp tongue. I'll be waiting outside. Do not tarry, Rachel. Möchtest du das Spiel erklärt bekommen? Nee, ich glaube, das kriege ich so hin. Achso, okay, ich dachte, sie sagt was. Schön, wie er erstmal fragt und dann, naja, doch letzten Endes entscheidet, dass sie mitzukommen hat. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Dark Romance, der Fluch von Blaubart. So, Entschuldigung, das war jetzt doch sehr verstörend. Gut, okay, dann gucken wir mal. Rachel, hast du was zu sagen? Richard, he cannot be reasoned with, and I won't let him hurt you. Let us flee before he decides to break down the door. We can slip out through the garden, but we must hurry before anyone notices us. Die Vordertür ist unpassierbar. Der einzige Weg führt durch den Hinterausgang. Ja, okay. Wir gucken uns hier jetzt erstmal... Ich habe was gesehen. Gucken uns hier jetzt erst einmal um. Glückwunsch, du hast eine Kreatur gefunden. Ja, vielen Dank. Toller Wachhund. Blaubart ist einfach hineingegangen. Ja, und süß ist er auch, nicht? Aber sowas von... Okay. Gut, was haben wir hier? Hier haben wir eine Truhe, aber da fehlt eine Marke. Sehr schön. Ich muss Blaubart aufhalten und zwar schnell. Das wissen wir ja bereits alles. Das ist die fehlende Marke. Das kriege ich nicht raus. Hier haben wir ein Blümelein. Ich habe eine Rose gefunden. Das ist toll. Verlasse das Haus. Ah ja, okay. Gut. Machen wir dann, wenn ich soweit bin. Hier haben wir eine Türklinke. Hier brauche ich das passende Amulett. Wir beschäftigen uns, glaube ich, erstmal hiermit. Genau, so, was haben wir denn hier? Da haben wir die Rose. Dann würde ich den hier einmal reinsetzen. Muss man eine kleine Runde drehen. Kleines gut. So, warte. So, dann kommst du hier rein. Als nächstes wäre sie hier dran. Dich würde ich dann schon mal hier reinsetzen. Das ist jetzt doof. Dann tue ich mal eben die Rose kurz hier rein. Oder warte mal, welcher würde denn folgen?
Hier ist der. Der blaue ist auch schon richtig. Er ist auch schon richtig. Geht das mit der Rose? Ja. Muss nur mal eben gucken, ob ich die überhaupt wieder da hochkriege. Ah, aber das haut nicht ganz hin. Sehe ich gerade. Ah, doch. Funktioniert. Okay. Sehr schön. So, jetzt müssen wir erstmal suchen. Wollknäuel, ein Blattamulett, ein Kamm, Korsett, Fächer, Handschuhe, Spiegel, Stecknadeln, 4 Stück, Schuhpaar, Tasse mit Untertasse, Hut mit Schleier und ein Schirm. Den Schirm haben wir hier. Das wollte ich jetzt gar nicht haben. Kommt hier ran, damit haben wir das Korsett. Da ist das Blatt. Darf ich den Schirm nicht haben? Geht das nicht? Bei dem Hut fehlt noch etwas. Hier. Hier haben wir die Tasse mit der Untertasse. Da ist eine Stecknadel. Das kommt hier aufs Kissen, würde ich sagen. Da ist auch noch eine. Und eine fehlt uns dann noch. Dem Schirm fehlt der Griff. Ach so. Ach so, ja, dann sag das doch. Hier ist ein Griff. Gut. Sweet Dreams. Sophie. Okay. Sophie. Gut. So viel dazu. Und dann haben wir auch das Kissen. Ein Spiegel. Es ist traurig, dass Rachel ihren Vater verlor. Er war ein guter Mann. Ja, auf jeden Fall. Also es ist traurig, dass sie ihn verloren hat. Ob er ein guter Mann war, weiß ich nicht. Das kann ich, glaube ich, nicht beurteilen. Handschuhe. Habe ich die nicht eben irgendwo schon gesehen? Und ein Spiegel. Ein Spiegel. Immer noch ein Spiegel. Aha. Aha. Das geht nicht. Ach, da haben wir den Spiegel. Und da sind auch die Handschuhe. Gut, Blattamulett haben wir gefunden. Das kommt garantiert hier rein. Und da haben wir eine Zitrone. Aha, okay, hier kommt doch bestimmt die Klinke rein, ne? Ich muss den Rost loswerden. Ja, das habe ich mir gedacht, dass das nicht so einfach ist. Warte. Da haben wir ihn. Oder sie. Rachel, ich habe noch nie eine so unglaublich tolle Frau wie dich kennengelernt. Mein Herz gehört auf ewig dir. Zwar bin ich nicht reich und steck noch mitten im Medizinstudium, aber trotzdem möchte ich dich jetzt schon fragen, willst du mich heiraten? Dein Richard, ist das nicht schön? Hat er das nicht persönlich gemacht? Hat er ihren Brief geschrieben? Ja, ist auch in Ordnung. Anscheinend, war es ja okay für sie. Ach, so geht das. Ja, Mensch. Going somewhere. I could have spared your bow. But now I must. No, Mercy. I beg you. Spare his life and...
I will marry you. A noble offer. I accept your deal. I shall not harm him, but this spell will prevent him from meddling in your promise. Nein, ich werde nicht tatenlos zusehen, während Blaubart meine Rachel heiratet. Okay, sehr schön. So viel ich weiß. Ja. Raben sind Todesboten. Hoffentlich hat er nicht meinen Tod vorausgesagt. So viel ich weiß, ist Blaubart ein Märchen der, ich weiß nicht, Brüder Grimm, glaube, ne? Aber wohl eher für Erwachsene. Ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt. Hey, wer wird denn gleich den Kopf verlieren? Weiß ich nicht. Er auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier? Die Schrauben an dieser Handschelle ist ein wenig locker. Die finden müssen wir hier anscheinend nicht. Das Fenster ist zu weit oben. Hier ist irgendwas versteckt. Aber da habe ich nichts für. Das muss man bestimmt irgendwie aufschneiden oder so. Wenn ich das Licht umlenken kann. Ich ein wenig Licht ins Dunkle bringen. Ja, hier haben wir erstmal Rosen. Okay. What's all this ruckus about? I don't care if you're innocent or not. Commander ordered me to hold you here until Sunday night. He even gave me a whole gold coin. It'd take me 2 months to earn that. Tell you what, though, gent. Give me 3 gold coins and I just might look the other way. If you catch my drift. Now keep it quiet in there. Finde Geld, um die Wache zu bestechen. Ja, klar. Natürlich. Ich finde hier garantiert irgendwas. Okay, achso, was kann ich denn hiermit machen? Diese Servierplatte sollte dringend geputzt werden. Jemand wollte nicht, dass jemand anderes einen Blick dorthinter wirft. Ich hasse es, wenn das passiert. Okay, das geht irgendwie gerade nicht, aber vielleicht können wir mit der Scherbe hier ran. Oh, im Gefängnis zu verrotten, halte ich eher aus, als zu wissen, dass die Liebe meines Lebens mit jemandem verheiratet ist, den sie verabscheut. Edward. Naja, okay. Gut, kriegen wir damit die Schraube los. Handschellen. Ich glaube, laut Geschichte hatte Blaubart... Verzeihung, ich wollte deine Ruhe nicht stören. Mehrere Frauen. Und das war wohl einer der Männer, der irgendwie auch versucht hat, ihn aufzuhalten. Wenn ich ein Seil daran binde, erhalte ich einen Enterhaken. Ja, dafür musst du erstmal ein Seil finden. Gut, vielleicht können wir die Nägel hier mit rausmachen. Und hier haben wir eine Figur. Ach so. Wir waren so glücklich. Olivia und ich wollten heiraten, doch dann erschien Graf Blaubart auf der Bildfläche und brachte alles durcheinander. Okay. Müssen wir die Szene nachstellen? Hier hast du was zu sitzen. Was ist das? Wisch. Mhm.
Ich weiß nicht, warum er gerade meine Verlobte heiraten wollte, aber er nahm sie mir weg und warf mich in dieses Gefängnis. Das ist so ein Schleier. Dann haben wir hier noch einen Pokal, eine Uhr. Wo kommt die denn hin? Ah ja, okay. Und Blumis. Später fand ich heraus, dass meine Liebste gestorben war. Ich habe nichts, wofür es sich zu leben lohnt. Okay, ein Kronleuchter. Und ein Seil. Ist das nicht schön? Olivia, ich schwöre, dass ich von hier fliehe und Rache am Blaubart nehmen werde für alles, was er uns angetan hat, Edward. Ich werde Rachel retten und nichts kann mich aufhalten. Gut, dann binden wir das Seil doch mal hier ran. Wahrscheinlich hierfür, ne? Richard, it's me, Sophie, Rachel's mother. I heard what happened. I won't let my only daughter fall prey to that tyrant. Oh, Count Bluebeard has taken over our home. He's going to take Rachel to the castle tonight. They're going to be married on Sunday. You must save her. Bribe the guard? I don't know. My husband William had some savings, but I don't know where he kept them. Rachel might know, though. I'll ask her. Perhaps together we can find enough money to free you. I must go, but Rachel asked me to give you this medallion. She said she loves you with all her heart. Be careful. Ja, auf jeden Fall. Okay, gut. Hoffentlich finden sie genug Geld, um die Wache zu bestechen. Ah, okay, und jetzt wechseln wir die Szene. Oh, Rachel, my dearest. I found where Bluebeard's men took your Richard. He's in the town prison. Oh, don't worry, he's fine, but he needs money to bribe the guard to escape. I don't suppose you know where your father hid his savings, do you? Or perhaps there's something valuable in that scoundrel's gifts. His servants left a chest here as well. Finde den Tresor deines Vaters und öffne ihn. Okay. Na, Fifi? Nein. Liebe Rachel, ich freue mich darauf, dich bald zu heiraten. Die Hochzeit findet am Sonntagnachmittag in der Kapelle von San Michael statt. Egal, wie das Wetter ist. Deine Anwesenheit ist Pflicht. Solltest du dich der Hochzeit widersetzen, wirst du sterben. Das ist Graf Blaublatt. Ja, sehr schön. Er weiß, wie man eine Frau hält. Okay. Gott. Ja, das kann ich jetzt nicht lesen. Vielleicht kann Richard etwas mit dem Gegenstand anfangen, den der Blaubart gehört. Okay, wir schauen uns hier erstmal wieder um. Ach, das ist doch bestimmt für Fifi. Noch etwas? Meine Lieblingsfarbe könnte sich als nützlich erweisen. Ich muss nur den Pinsel finden. Ja, den habe ich schon gefunden. Guck mal. Hier, Fifi. Das ist viel besser für dich. Danke. Er ist schon niedlich. Ja. Aha. Okay. Blaubart scheint zu glauben, dass er sich meine Liebe erkaufen kann. Erkaufen ist gut. Ich werde ihm schon zeigen, was er davon hat. Er zwingt es ja eher. Dieses Taschentuch ist aus feinster Seide gewebt.
Es wäre eine Schande, wenn es irgendwie befleckt würde. Soll ich es beflecken? Ich weiß es nicht. Hier haben wir einen Gegenstand. Vorsicht, Blaubart. Die Liebe kann einen ganz kopflos machen. Ja, okay. Hier haben wir eine Flasche. Ich sollte den Korken herausziehen. Hier, guck mal, hier haben wir einen Korkenzieher. Gut, das hätten wir schon mal. Na? Huch, hat das gehakt? Törtchen, willst du ein Törtchen? Bon Appetit. Mit einem Pinsel kann ich alles rot anmalen. Ich habe leider keinen Pinsel. Ich habe Wein. Möchtest du Wein? Nein. Aha. Ja gut, okay. Diese Vase muss sehr teuer gewesen sein. Bestimmt kann ich sie mit etwas zerbrechen. Eine Löschwiege? Okay, egal. Es funktioniert. Zeig mir dein wahres Gesicht. Ja. Ach hier, guck mal, hier habe ich einen Pinsel. Was mache ich damit? Ihn anmalen. Süß. Wirklich süß. So. Blaubarts Kutsche soll mich vortragen. Aber was wäre, wenn ihr ein Rad fehlt? Mhm. Ein Messer. Warte mal, da hat sie doch hier irgendwie was. Nett. Wirklich nett. Okay, was haben wir denn noch? Zwei Gegenstände fehlen. Schraubenzieher. Hier haben wir eine Schere. Okay. Kann ich den Pinsel, dazu bin ich eben nicht mehr gekommen, hier eintauchen. Gut, was haben wir denn noch? Bitte hilf mir, das Geld zu finden. Ich bin hundemüde, aber es ist jetzt keine Zeit zum Ausruhen. Ja, das ist schon klar. Ein Draht. Diese Perlen sind festgenäht. Tja, jetzt nicht mehr. Aha. Kann ich... Wie mache ich denn das? Ich sollte sie abpauschen, okay. Mhm. Ah ja, okay. Und wir müssen die Perlen bestimmt aufziehen, ne? Blauer, noch eine blaue, eine pinke, dann wieder eine blaue, eine pinke, eine blaue, pink, pink, blau, pink. Setzen wir mal hier ein. Aha, ja, sehr schön. Okay. Ach, das ist ja reizend. Dreht sich alles mit. Ne, warte mal, das war einer zu viel.
So. So. Jetzt habe ich schon wieder zu viel gedreht. So, das haut hin. Die obere Reihe auch, würde ich behaupten. Gut. Sehr schön. Hier haben wir einen Hahn. Ein Feuerzeug. Finde den Tresor deines Vaters und öffne ihn. Abgeschlossen. Gut. Was können wir hier machen? Ohne Feuerzeugbenzin wird es nicht funktionieren. Okay. Ich gebe dir mal das Geld, ja? Oh nein, Blaubart kommt. Richard, mein Liebster, bitte beeil dich. Ja, aber das werden wir erst im nächsten Part machen. Ich glaube, wir können wieder die Szene wechseln, beziehungsweise zu Richard wechseln. Und dann danke ich dir erstmal fürs Zusehen, wenn man mag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.